Herzlich willkommen zu Tag 11 auf der Insel. Heute müssen wir uns erstmal von dem letzten Ausflug erholen, beziehungsweise ich brauche noch ein bisschen was zu essen. Das wird mir nämlich langsam etwas knapp hier. Und deswegen geht es heute mal an der Oberfläche weiter. Ach, wie schön. Naja, im Wasser können sie ja ruhig rumplanschen. Das stört ja nicht weiter. So, ich wollte erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwo ein bisschen Gras niedermetzeln kann. Damit meine Getreidefarm voll ausgelastet ist. Juhu, eine. Na, das ist ja Wahnsinn, die Ausbeute. Muss ich schon sagen. Ja, irgendwie ist es sehr aufregend, unter der Insel herumzulaufen, aber auch ganz schön dramatisch. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass das auch mein Ende da unten sein wird, weil ich da immer so ein bisschen hektisch werde, liegt vielleicht auch an der Aufnahme. Und werde wahrscheinlich irgendeinen strategisch ganz doofen Fehler begehen. So, immerhin zwei Weizen. Da haben wir auch noch was. Nee. Nicht so ergiebig hier. Ah, da hinten. Naja. Ja, dann schleichen wir uns mal. Oh. Spannend. Vielleicht muss ich das revidieren. Vielleicht ist auch nicht die Unterwelt mein Ende, sondern die Oberwelt. Wenn man die Creeper einfach übersieht. Aber andererseits, der Creeper hat mir auch eine Kuh weggesprengt und mir ein bisschen Fleisch besorgt. Vielleicht war das ja auch ein Akt der Freundschaft. Man weiß es ja bei den Viechern nicht so. Naja. Interessante Dinge gehen hier vor. Diese Tür ist auch ein bisschen sehr speziell. Aber egal. So, das wächst und gedeiht so langsam vor sich hin. Und wenn ich langsam sage, meine ich auch langsam. Eisen haben wir ganz schön viel für die Verhältnisse hier. Das ist jetzt in Ordnung. Dann hauen wir mal noch ein bisschen Rindfleisch auf den Grill. Könnte ich mir eigentlich auch noch eine Eisenhacke mal gerade machen. Wenn wir schon so voll hängen. So, ich glaube, Spitzhacken haben wir jetzt erstmal genug. Das sollte reichen. Und das Steak ist auch schon fertig. Schmeißen wir noch das Schweinefleisch hinterher, um das Feuer zu nutzen, was noch da ist. Und schauen mal, ob ich vielleicht heute doch noch irgendwas anstellen kann. Auf jeden Fall ist dieses Gangsystem in diesem Minenschacht irgendwie ein bisschen sehr ätzend. Das ist über mehrere Stockwerke und teilweise sind sie auch noch mit Wasser voll. Da kann man sich eigentlich nur verirren. Ich werde dann jetzt einfach mal versuchen, mich vielleicht zum Endgestein durchzubuddeln und diese Minenschächte mal ganz zu ignorieren. Ab in die Tiefe. Da wird es einem ganz blöd bei, wenn man da auf den Bildschirm guckt. So, und deswegen nehmen wir uns jetzt auch hier diese Sackgassenecke vor. Mal die Fackel weg. Hängen die mal ein bisschen höher. Und dann graben wir uns hier im Stufenmodus einfach mal wieder weiter nach unten. Und schauen mal, ob ich hier auch irgendwas anbuddel. Irgendwo müsste hier ja auch mal Lava sein. Ganz tief.
Wir werden sehen. So, immer ein bisschen für Licht sorgen, sonst seht ihr nämlich gar nichts. Noch höre ich nichts. So, jetzt höre ich schon mal Lava. Das heißt, wir sind tief. Das ist mir gestern schon immer passiert. Zu vorschnell. So, hier haben wir schon wieder Eisen. Und da ist Endstein. Also jetzt sind wir auf jeden Fall ganz, ganz tief unten. Und tiefer geht's auch nicht. So, mal gucken, ob wir das blubbernde Geräusch irgendwie lokalisieren können. Mal das Räumchen hier mal ein bisschen größer. So, eine Steinhacke haben wir noch. Oh, das passt ja gut. So, dann grabe ich mir jetzt einfach mal hier so einen geraden Gang. Immer hier mit so ein bisschen Sicherheitsabstand, im Fall ich Lava angrabe. Und schau mal, ob ich hier irgendwas Interessantes anbuddle. Also hören kann ich die Lava. Redstone. Schon wieder Eisen. Schon wieder Fackel vergessen. Also hier auf dem Strang scheine ich gar nichts anzubuddeln. Tropft doch nichts runter. Ist wohl recht sicher hier. Kaum sag ich's und schon röchelt jemand. Also ist hier doch irgendwas in der Gegend. So, theoretisch röchelt es von links. Dann schauen wir doch mal, was sich da so links befindet. Mann, ist das hier viel Eisen. Noch mehr. Ich weiß bald gar nicht mehr, wohin ich mit dem Zeug soll. Naja. Man soll ja nicht meckern. Lapis. Na komm, jetzt haben wir auch eine Eisenhacke dabei, dann können wir noch abbauen. Weiß zwar nicht, was ich damit soll, aber was man hat, das hat man. Und ja, ich habe gesehen, da unten ist noch mehr. Ja, dann haue ich jetzt hier noch die Hacke kaputt. Ich höre Wasser. Dann könnte ich mir doch eigentlich hier mal so eine kleine, ja, eine, nicht acht, eine kleine Station hinmachen. Und von hier dann ausgehend meine nächsten Expeditionen hier ins tiefe Universum machen. Das Eisen lasse ich jetzt mal da und gehe jetzt erstmal zurück, weil sich der Tag auch dem Ende neigt.
Und ich auch gern das Eisen noch loswerden möchte und mein Inventar ein bisschen leer kriegen, weil das hier schon ziemlich zugemüllt ist. Vielleicht baue ich mir jetzt auch mal eine Kiste. Einfach um das Zeug irgendwo hinzuschmeißen. So, jetzt bin ich schon wieder zielstrebig dran vorbeigelaufen. Hier geht es nämlich lang. So, bitte einmal weggucken. Es wird wieder gehoppelt. Ich gucke mal nach unten. Ja, ich weiß nicht. Egal, wo ich hingucke. Es ist nie schön. So, aber es ist schon fast geschafft. Die letzten Stufen noch. Einmal gehüpft, zweimal gehüpft. Tada! Da sind wir wieder. So, wie schon befürchtet, ist die Kiste komplett voll. Dann bauen wir mal schnell noch eine andere. Die stelle ich jetzt mal da hinten ins Eck. So, Bruchstein brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Das Essen brauchen wir aber nicht da. Da sammeln wir ein paar Spitzhacken, den Lapis brauchen wir nicht. Eisen können wir in die andere Kiste schmeißen. Ah, Erde nehmen wir mal lieber mit. Man weiß ja nie, ob man sich mal hochbauen muss. So, dann schmeißen wir noch das Eisenerz in den Ofen. So. Und mit diesem großen Reichtum, den wir uns jetzt hier angescheffelt haben, kann ich mir jetzt auch mal ein paar Eisenspitzhacken hier leisten. So. Damit lässt sich arbeiten, aber so wollte ich die jetzt eigentlich nicht haben. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Dann geht's an der Stelle unten weiter.